Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17. Zurück auf der Multiplayer Maps Südhämmern und mit mir heute am Start und so bei der Usi, hallo bei der Hallo. Usi. Und der Anaholik, hallo Anno. Moin und der Schwabboy. Mahlzeit. So. Ich hol gerade mal Sprit ab. Yep. Für Sandkuhle, noch können wir auch Sand fahren. Sandi, Sandi, Sand. Ja, Sandi, Sandi, Sand. Haben wir Zeit, aber ich habe mein Zeit immer ein bisschen vorlaufen lassen jetzt gerade wegen. Einfach, dass unsere Felder reif waren. Hast du da heimlich mit dem DeLorean gespielt? Klar. So. Brauchst du ja nicht mehr, du bist ja. Ja, ich bin durch. So. Und überweis, Wir hatten ja so ein paar Themen, mit welchen willst du denn anfangen? mir ist es egal. Ja gut, ich fange einfach mal an. Es gibt ja ein paar Änderungen auf YouTube, die uns jetzt nicht so betreffen, aber hauptsächlich die größeren YouTuber, die davon leben müssen. Denn YouTube hat gegen Hingen hat teilweise die Monetarisierung auf vielen Videos einfach gestoppt. Mit der Begründung, dass sie gegen die YouTube-Richtlinie verstoßen. Der Hintergrund ist wohl der, dass es große Werbeanbieter wohl abgesprungen sind. Ich sage jetzt mal ganz bewusst kein Name. Weil wohl auf vor Videos wohl teilweise vor Videos mit Hassrede und so weiter oder entsprechender Inhalt halt Werbung geschaltet wird, das denen große Firma nicht gefallen hat, verständlicherweise, und die dann ihr Werbeangebot auf YouTube zurückgezogen haben. Es ist wohl mittlerweile so, dass auch Videos davon betroffen sind, wie jetzt mitgekriegt hat, zum Beispiel Wrestling-Videos, die dann quasi einfach mal 90 bis 95% weniger Einnahmen generieren. Wenn du dann halt davon leben musst, dann hast du ganz pauschal mal die Arschkarte gezogen. Ich glaube, wenn der Chef am Monatsende sagt, du grüßt, bloß noch 5% von deinem Lohn. Letztendlich. Kurze Zwischenfrage, auf Feld 4 zähle ich noch Stroh. Ja, Haus weg, der Komposter ist eh voll. Okay. Oder sagen wir, der Waage ist leer. Ich ernte gerade Feld 9, soll ich dann die Strohablage da abschalten? Ja, kannst du mal. Okay. Also, was denkt ihr da davon? Was haltet ihr von der Vorgehensweise? Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es gibt keine genaue Zahl von YouTube selber. YouTube veröffentlicht ja keine Zahlen. Aber es gibt wohl Statistik, die besagt, dass die YouTube-Werbeeinnahme 2017 prognostiziert höher sind wie 15 und 16, wobei sie 16 auch schon höher waren wie 15. Also irgendwie passt das Ganze nicht so ganz zusammen. Die Werbeeinnahmen sind ja allein schon, müssten sie nicht deswegen schon steigen, je mehr Videos gibt es, desto mehr Werbung kann auch davor geschaltet werden. Oder nach welchem Prinzip wird das jetzt berechnet? Das weiß ich nicht, weil YouTube jetzt auch ihre Partnerschaft wohl überarbeitet. Das heißt, die haben ja wirklich jeden als YouTube-Partner aufgenommen. Machen sie mittlerweile auch nicht mehr. Du brauchst jetzt, glaube ich, 10.000 Aufrufe, um überhaupt die Chance zu kriegen, YouTube-Partner zu werden. Und dann wird dein Content ganz genau überprüft von YouTube, bevor sie dich aufnehmen als Partner. Ja gut, dass sie mal eine gewisse Grundregel reinbringen sollten, war ja mal irgendwann mal klar, aber die generelle
naja, Verhaltensrichtlinien, sage ich mal, die YouTube ja mal irgendwann letztes Jahr, glaube ich, vorgegeben hat, wie sie denn zukünftig gerne auftreten wollen, die fand ich schon mal völlig daneben, weil sie gegen sämtliches ist, für was YouTube eigentlich steht, nämlich auch für Meinungsfreiheit. Also ist jetzt nicht für Hassreden oder sonst was gedacht, sondern dass du nur noch freundlich sein darfst, dass du überhaupt nicht mehr kritisch sein darfst, dass du nicht mehr politisch sein darfst und so weiter und so fort. Das sind diese Dinge, die sie ja teilweise in Amerika schon umsetzen bei manchen Videos. Und das finde ich absolut falsch. Und wie ich das Internet kenne, wenn es irgendwas ersatzweise mäßiges geben würde wie YouTube, was es momentan nicht gibt, dann würden die Creator, sage ich mal, den Platz auch wechseln, um ihre freie Meinung dann woanders kundgeben zu können. So. Das geht ja schon mittlerweile so weit, da steht immer, wenn da was schief läuft, immer Scheiße sage. Ja. Das wenn ich überlege, was ich dieses Jahr allein Anbahnungen gekriegt habe von YouTube, dass meine Videos nicht mehr momentan Digitalisierung zugelassen sind. Videos, die teilweise ein Jahr alt sind oder noch älter. Ja, ich habe das auch schon gehabt. Weiß ich, aber extrem dieses Jahr. Auf Videos, wo ich mir dann denke, habe ich da wirklich ja. So geflucht immer oder so? Ja, ich habe mir die Stelle dann anguckt und da ist absolut überhaupt nichts. Gerade bei Transport. Ich sag mal so, ich habe mir dann gedacht, weißt du was, lass das machen. Das waren Smite-Videos bei mir. Kann sein, dass ich da mal ein bisschen ausgerastet bin oder so, weil ich da irgendwie gestorben bin oder so, oder ist mir auch egal. Das waren ein paar Videos, ja, mein Gott, sollen sie machen. Ja, ich lege prinzipiell Einspruch ein und bis jetzt ist jeder Einspruch drin. Aus Prinzip schon. Ich sag mal so, ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn sie, wie der Anne schon sagt, eine gewisse Grundregel drin hätten. Wenn sie jetzt sagen würden, yo, YouTuber XYZ ist egal wer, ist mir auch egal wie alt der ist oder sonst irgendwas, der macht ein Video, wo der, ich sag mal, jedes zweite Wort Ficken ist oder so. Da könnte ich jetzt verstehen, wenn die dann sagen, yo, das geht gar nicht. Ne? Oder YouTuber XYZ2, dann ne, ist einer, der, ich sag mal, bei jedem Mist ausflippt. Ich sag mal, das Spiel ein Shooter, Battlefield, COD, sonst irgendwas, und flippt bei jedem Mist aus. Ne? Das ist genau dasselbe, da würde ich es auch noch verstehen. Das muss ja noch nicht mal bei jedem Mist sein, bei so einem Shooter als Beispiel. Ja, genau. Aber es langt einmal richtig und dann erkennt der Sprachalgorithmus dich und dann, das war's dann schon. Genau das meine ich. Und warum aber dann bei YouTubern oder bei Leuten, die an sich ruhig sind? Ich sehe jetzt mal zum Beispiel uns als Beispiel, wir sind ja eigentlich relativ ruhig. Ja. Was überhaupt spielt, ist ja zum Beispiel auch bei TTT jetzt, was jetzt läuft. Boost, Werbung. Ach, gar nicht. Nein, Spaß. wenn Werbung, dann richtig ruhig. Werbung. Da muss auch noch okay Google dazu sagen, ne? Damit es auch jemand kommt. Nee, aber da, eigentlich sind wir da eigentlich auch relativ ruhig, obwohl das auch ein Spiel ist, wo man eigentlich relativ gut ausflippen könnte. Oder in Adventure Map zum Beispiel auf meinem Kanal, genau dasselbe. Der Schwabe weiß es auch, der ist ja schon öfter mal mitgesprungen. Da kann man auch relativ schnell ausflippen oder ausrasten, weil irgendwas nicht funktioniert oder so, aber wir sind aber trotzdem eigentlich eher die ruhigere Fraktion. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum die YouTuber auch an der Karre pissen, die eigentlich die ruhigeren Videos machen. Das machen die nicht mit Absicht, das ist der Computeralgorithmus bei denen. Ja, genau. Deswegen sollten die vielleicht mal überlegen, den Algorithmus insofern zu verändern, dass man wirklich, ich sag mal, mehrmals in dem Video ausflippt. Oder bitte sie bloß nicht noch mehr am Algorithmus zu schrauben. Ja. Jedes Mal, wenn sie daran rumfixen, wird es schlimmer, habe ich das Gefühl. Meistens wollte ich gerade sagen, meistens ist es nichts mehr. Schlimmer. Das ist. Ja, auf einmal Videos, die ein Jahr lang online sind, was? Ja, dann haben, wie der Arno schon sagte, die haben irgendwann jetzt die Zeit, haben sie da irgendwas verändert und ja. Das war's dann wieder, ungefähr. Könnte man so sagen. Ja. Aber mit den Hassvideos, okay, das kann ich verstehen, dass auch dann die großen Firmen teilweise sagen, was soll das denn? Ne, wir gibt keine Werbung mehr von uns und so. Das ist vollkommen verständlich. Wobei ich, also was waren denn das für Videos? Die so richtige Hasspredigen, sagen wir, oder was war das? Oder? Ja, so Propaganda-Videos waren es wohl. Also, okay. Also so, ich sag mal, IS oder sonst irgendwas. Okay. Ja gut, das ist ja auch so, das geht ja auch nicht.
Nee, richtig, so sieht er doch. Und. Oh, der Stroh, der Kompost ist leer bei der Hose. Okay. Und das finde ich dann auch vollkommen okay, dass man dann als, ich sag mal, was weiß ich, als VW, Mercedes, was auch immer, sagt, ich will keine Werbung mehr von mir oder so, dann ganz einfach. YouTube ist halt. Ich finde, also aus Creator-Sicht, wie man das ja immer so schön sagt, finde ich, entwickelt sich YouTube aber davon ab und versucht mehr den großen Geldgebern zu gefallen, als denen, die wirklich den Content auf YouTube produzieren. Ja. Na klar, Und das YouTube ist ein ist ein Fehler. Unternehmen, bei dem ist gut, dass ihr Geld stimmt. YouTube ist Google und Google ist auch ein, ne, Unternehmen, was auf Kohle guckt. Klar. Ist Amazon genauso. So, Amazon, ich habe jetzt gelesen, dass, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch schon gehört habt oder gesehen, lesen habt, wie auch immer. Twitch wird jetzt mehr Abo-Modelle einführen. Das haben sie auch letztes Jahr schon mit diesem Bonus, die man da Twitch Prime und so Ja, ein Blödsinn. Man kann einen abonnieren. nee, mehr. Die kommt jetzt. Ach, noch mehr, okay. Ja, es kommt jetzt tatsächlich mehr Abo-Modelle bei Twitch und zwar teurer. Es gibt zwei höhere Abos. Also es gibt ja jetzt das für $5 oder $4,99 oder was das ist. Dann soll es wohl eins für $15 geben und eins für 25. Womit du dann noch mehr Teile kriegst. Also hier, was weiß ich, Emojis, was auch immer, ist auch scheißegal, was du da kriegst. Aber das soll jetzt auch kommen. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber gut. Ja gut, ich sag mal, immer mal so, durch das, dass die ganze Monetarisierung jetzt quasi der Bach runtergeht, das ist ja, sagen wir zum Beispiel, beim Horrorvideo zum Beispiel ist es ja schon so, dass die Monetarisierung von YouTube-Seite nicht mehr zugelassen wird. Es kommt drauf Jetzt? an, also Ja. sie können ja vor einem Horrorvideo, so was ich jetzt Resident Evil als Beispiel, können sie immer noch Werbung machen für das Spiel Resident Evil, wenn ein neuer Teil Ja, rauskommt oder oder wie ähnliche gesagt, Titel. zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kanal abonniert, der bringt Wrestling News, weil mich das einfach interessiert. Da sagt, er kriegt nur noch 5% von seinen Einnahmen, was er vorher gekriegt hat. Und er macht jetzt eben dann mehr auf Twitch und eben nur für Abonnenten dann. Weil er Ja, seine wobei Rechnungen man. zahlen muss. Ja, aber gut. Weißt du, das ist jetzt wieder das Thema. Man Geh sollte von sich YouTube weg, um auf niemals. anders mehr Man. Geld zu Ne, machen. Klingt so ein bisschen ja, erst nee, mal, aber erstmal. wenn dir auf Nee, YouTube, voll. Nee, du musst. 95% deiner Einnahmen gestrichen werden. Weißt du, was das Problem ist, Von Schwabe? YouTube. Ich sag jedem, der mich irgendwie fragt, was mit YouTube oder Let's Plays oder sonst irgendwas zu tun hat, macht nicht. Macht nicht den Fehler und macht euch selbstständig mit YouTube-Videos. Keiner. Das ist Schwachsinn heutzutage. Das ist. Internet ist immer eigentlich Mist, sich selbstständig zu machen, weil der Markt, der kann sich immer wieder verändern. Ist egal, ob das mit YouTube-Videos ist, ob das mit Twitch ist, ob das mit eBay ist oder sonst irgendwas. Der Markt verändert sich laufend im Internet. Deswegen, das ist nie gut, sich da selbstständig zu machen und darauf dann seine Existenz zu gründen. Das ist Blödsinn. Na gut, aber früher ging es ja noch. Ja, aber der Markt verändert sich, wie man jetzt sieht. Ja, YouTube aber ändert wenn seine du, sag mal, Regeln wenn du jetzt komplett. schon, wenn du jetzt ein, zwei Jahre selbstständig warst auf YouTube und auf einmal Ja. kommt dann so ein Hammer, was? Ja, aber du musst, das Schlimme ist, du musst im Internet immer damit rechnen, dass irgendwas verändert Es wird. ist aber im Prinzip ist es identisch mit der normalen Wirtschaft oder Marktwirtschaft da draußen. Richtig. Nehmen wir mal an, das Thema Solarzeugs. Das wurde mal subventioniert, dann haben die Firmen aufgemacht, dann kam die Könnt Subventionierung ihr euch weg, Stroh irgendwo dann haben ein paar lagern? Firmen wieder pleite gemacht und jetzt ist die Subventionierung wieder da. So. Bitte? Kann man Stroh irgendwo lagern? Ja, und zwar dort gegenüber, wo das Saatgut steht. Da, wo ich vorhin reingefahren bin, vor der Folge, wo ihr gestanden seid. Wo das Rohr aus dem Scheune rauskommt. Wo es Da, Richtung da. Feld. Okay. Und da drin oder was? Nee, nee, warte mal, wie zeigst du? Ja, hier stimmt, hier ist ein Rohr. Da ist das Häuschen. Ne, das Stroh. Problem ist einfach so.
Natürlich ist das scheiße. Für die Leute, ich würde auch nie sagen, ja, das ist das Geilste der Welt. Es ist scheiße für die Leute, die nicht eine Existenz damit aufbauen. Ist alles kein Ding. Würde ich nie sagen, ja, die Leute haben es verdient oder sonst irgendwas. Nein, das würde ich nie machen. Aber das Problem ist halt, man erkennt mit denen, wie der Arno sagte, als Creator erkennt man das an. Da rein? Hier irgendwas rein, dann muss ich den Trigger kriegen. Ja, mach ich. Man erkennt halt, wenn man Videos macht, etc. auf YouTube, man erkennt halt die allgemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube an. Sicher, aber wenn, das geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass es nach gut Dünken einfach umdrehen, wie sie wollen. Ja, das ist halt Googles oder YouTubes Seite. Was willst du machen? Ja, ne? Schon, aber. Ich kann jetzt auch einfach mal sagen, so, ich sperre jetzt alle Streams und mach nur noch, du musst dafür jeden Monat 10 Euro bezahlen. Könnte Twitch theoretisch auch machen. Werden sie nie tun, wahrscheinlich, aber könnten die theoretisch auch machen. Natürlich, so, aber es geht ja trotzdem um die Existenz. Ja, natürlich. Da hängen der Existenz dran. Ja, dann sollen sie arbeiten gehen. Punkt. Gut, ich sag mal so, wenn du die Möglichkeit hast, dein Hobby zum Beruf zu machen, dann machst du es. Natürlich, aber ich würde mich nie auf ein Ding spezialisieren. Ich würde mich nie auf einen Teil verlassen. Ich hab ja schon mal im Internet, ich war ja schon mal selbstständig als Händler auf eBay. Ich war trotzdem noch nebenbei arbeiten. Und ich hätte im Prinzip davon leben können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich genau weiß, so, was ist, wenn du mal einen Monat, zwei, drei oder so, da mal scheiße läuft, was machst du dann? Na gut, jetzt, wo eBay eigentlich nahezu nicht mehr so präsent ist wie früher. Ja, genau. So, oder jetzt zum Beispiel, genau. Oder wie gesagt, oder du hast echt Probleme, dass du mal zwei, drei Monate nicht die Sachen verkaufst, die verkaufen müsstest, damit du davon leben kannst. Dann stehst du da. Dann ist dein erspartes Geld, was du dann aufgebaut hast. Was mich jetzt ja nochmal parallel interessieren würde, weil ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von, betrifft das jetzt nur diejenigen, die einen direkten Vertrag mit Google haben oder auch jene, die über ein Partnernetzwerk drin hängen? Ich betrifft alle YouTuber. Alle. Also ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied bis jetzt gemerkt. Überhaupt nicht. Also ich eigentlich ganz, auch nicht. Ganz normal, ich glaube, in den letzten 28 Tagen immer so um die 9 oder 10 Euro. Also ich bin auch schon bei meinen 12 bis 14 Euro. Also, es ist doch nicht gestattet, darüber zu reden. Ich dachte, wir dürfen das gar nicht sagen. Haben wir doch auch gar nicht gesagt. Okay. Ich habe nichts unterschrieben. Also, hast du was unterschrieben? Nein. Ich habe nur nicht gesagt, was in der Analytics steht. Ich habe nicht gesagt, was ich so verdiene im Monat, hallo? Die Millionen hier. Ah, nee, aber es ist ja so, ich sag mal, viele YouTuber, die es hauptberuflich machen, haben ja nicht nur YouTube. Die haben Twitch, die haben die Produktplatzierung und alles mögliche, weißt du? Ja, richtig. Aber es ist halt doch, wenn die, sagen wir mal, die YouTube-Einnahmen wegbrechen und du bist eben nur mal selbstständig. Das trifft die einfach. Natürlich trifft das einen. Und lass es 40, 50, lass es nur die Hälfte sein von deinem Einkommen im Monat oder ein Drittel. Wenn dir ein Drittel von deinem Monatslohn fällt. Ja, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, so, ja, natürlich ist das YouTube jetzt, Google ist ja nicht YouTube, ist ja nicht YouTube, ist ja Google im Prinzip. Google hat es jetzt natürlich den Hammer rausgeholt, aber erstmal dürfen sie es, also sie können es machen, es ist ihre Website, die können im Prinzip machen, was sie wollen, die können sie im Prinzip auch abschalten, wenn sie Bock drauf haben. Ich sage nicht, dass sie es nicht machen dürfen. Problem ist halt nur, was bezwecken die damit? Die bezwecken, im Prinzip schneiden sie sich selber ins Bein dadurch. Ja, das ist das, was ich am Anfang sagte, wenn es ein Konkurrenzprodukt zu YouTube geben würde, was früher war, wie hießen der ganze Kram noch, Clipfish und die ganzen anderen Videoportale, die Twitch nie so groß geworden sind. Ja, so, wenn es was Twitch Paralleles geben würde, auch. Die Creator würden darüber gehen, wenn sie da wieder frei sein könnten. Problem ist halt, YouTube ist halt riesig geworden, ne, dadurch. Und Twitch versucht es ja auch, bei Twitch kannst du ja auch Videos hochladen, wenn du möchtest. Aber ich glaube nicht, dass Twitch damit großartig Erfolg haben wird, weil Videos auf Twitch, Blödsinn eigentlich. Ist so. Ja, der Anbieter für Videos ist halt YouTube in dem Bereich. Ja. Alles andere ist weg. Wie gesagt, ich sag mal so, man sollte erstmal abwarten, was jetzt passiert, ob Google nicht irgendwann wieder zurückrudert, wie sie das öfteren schon mal gemacht haben. Ja.
Dann wäre nicht das erste Mal, dass sie dann wieder zurückrudern bei gewissen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, warum die gewisse Sachen alle, also demonetarisieren nennt man das ja dann, warum? Gerade, ich sag mal, bei gewissen Sachen kann ich es verstehen, natürlich, aber warum zum Beispiel gewisse News oder so? Hm. Vielleicht auch, weil es irgendwo geklaut ist? Man weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, wie sich das bei der WWE verhält oder überhaupt bei Wrestling zum Beispiel, weil die WWE ist ja exklusiv normalerweise. Da musst du aber Sky zum Beispiel für Kohle bezahlen, für die meisten Events. Ich weiß nicht, ob du da so einfach dein Bildmaterial benutzen darfst. Das ist jetzt vage, das weiß ich nicht. Also, das ist genauso wie zum Beispiel Bundesliga. Bundesliga darfst du ja auch nicht einfach so benutzen. Naja, weiß ich jetzt zum Beispiel, das ist der größte deutsche Wrestling-Kanal auf YouTube. Ja, heißt doch nichts. Und der auch in Kontakt steht mit der WWE. Oder mit den Betreibern in Deutschland. Ja gut, dann soll er sich an die wenden. Ja, nee, es geht dann... Ich meine... Ah, oh, jetzt habe ich wieder falsch verstanden. Ich sag mal so, es muss ja einen Grund haben, warum die entmonetarisiert wurden. Würde ich mal sagen. Wurden die Videos entmonetarisiert oder hat er einfach nur gesagt, er verdient an den jeweiligen Videos weniger? Es wird keine Werbung mehr geschaltet. Ja, aber aus welchem Grund? Aber wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie bei der anderen auch. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist, wenn da richtig die Videos gezeigt, also die Kämpfe, weil dann Da kann man keine Kämpfe zeigen, das ist nur, hat das der jetzt verletzt sich oder der hat jetzt das wieder oder was? Also eine News-Übersicht. Ja, quasi. Genau. Dann verstehe ich. Ja, gut, man müsste. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn ihr die Kämpfe zeigt, dass sie sagen, das Problem ist aber auch natürlich, da kannst du jetzt sogar spekulieren, warum. Man müsste jetzt wissen, warum die nicht mehr monetarisiert werden. Das muss ja einen Grund haben. Weil zum Beispiel bei uns steht ja, also bei mir stand letztens beim Smite-Video, stand zum Beispiel, wurde die Monetarisierung wurde aufgehoben, weil, ich weiß gar nicht, was stand da? Irgendwann mit euch. Weil der YouTube-Richtlinie entspricht. Ja, genau, wegen YouTube-Richtlinie, genau. Und da muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Ja, aber was sind die YouTube-Richtlinie? Ja, die müsste man sich durchlesen, keine Ahnung, was da so entsteht. Aber was. Hast du das Kleine ich sag mal, nicht gelesen? Nein. Okay. Nee, zum Jörg kann ich es nicht. Nee. Ja, vor was da unterstehen haben, sagt, dass er im Mugisch ist. Ja, aber wie gesagt, ohne den wirklichen Grund zu wissen, warum Videos von Kanal sonst wo oder sonst was nicht mehr monetarisiert werden. Ich meine, ich maß mir das jetzt auch nicht an, das zu verurteilen oder beurteilen oder wie auch immer. Ich versuche es einfach relativ neutral einmal zu betrachten. Was passiert wirklich, wenn du auf die Einnahmen angewiesen bist, was? Tja, arbeiten gehen, würde ich dann sagen. Wieder. Ach so. So hart, ich sag mal so, so hart es klingt, das wird dann darauf hinaus, weil wir lachen Steine. Das ist doch nicht anders, als wenn du, was weiß ich, bei einer Fabrik arbeitest und dein Chef hat viel gewirtschaftet. Dein Arbeitsplatz geht pleite, dann müsstest du dich halt auch nur woanders bewerben und neu anfangen. Also im Endeffekt, ja, schon klar, logisch. So hart wie es klingt, dann ist halt einfach arbeiten gehen. Dann normal arbeiten gehen. So wie, ich glaube, 95% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland auch macht. Klar. Oh. Ups. Was machst du da? Nix. Nee, aber das ist wirklich so. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt davon leben würde, ich spinne jetzt mal rum, ich wäre jetzt einer von denen, die, keine Ahnung, ich sag mal, monatlich locker davon leben könnten, was wahrscheinlich sowieso nicht passieren wird, weil ich muss auch eine Familie ernähren, deswegen würde ich jetzt sowieso nie drauf ankommen lassen, aber ich sag mal, ich würde es. So, das würde so passieren. Ja, dann würde ich dann sagen, weißt du was? Dann mache ich halt weniger Videos, so oder so, weil du dann sowieso nicht mehr die Zeit hast, um den Aufwand zu betreiben, um das zu machen, als wenn du damit richtig Kohle verdienen würdest. So, und dann gehe ich wieder ganz normal arbeiten, als zum Beispiel Elektriker. Ich bin gelernter Elektriker, fertig. Dann gehe ich wieder ganz normal arbeiten und gutes. Bewerbe mich bei gewissen Firmen und Ende. Du, apropos Ende, jetzt sagst du was. Ja, ist auch Ende, ich weiß. Ist schon wieder, oh Gott.
Aber das ist, wie gesagt, das ist auch ein Problem, ist, das ist wieder auch so ein Thema wie, ist so ähnlich wie Politik eigentlich. Das naja, ist aber ja es betrifft uns ja nicht wirklich, aber die, nicht direkt, aber. Firmenpolitik ist das ja. Ja, sicher, aber durch das, da mal selber ja YouTuber sind. Und auch wenn es uns jetzt nicht betrifft, sage ich mal. Denn wie ich sag mal so, wird uns wahrscheinlich auch nie betreffen. Nee, natürlich nicht. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht, wenn ich da überhaupt mit YouTube weitermache. Da, in 10 Jahren bin ich 50, ich glaube, da bin ich mittlerweile so alt, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, da gucke ich meinen Sohn an, hör mal, Vater, was machst du da? Der betreibt dann schon seinen eigenen Kanal. Ja. Für ein Familienunternehmen dann. Der kann man weiterführen. Nee. Banausen und Sohn GmbH. Genau. Dann nenne ich mich die Banausen. Hallo? Nicht der, sondern die. Genau. Nee, aber wie gesagt, das ist. Man versteht nie die Firmenpolitik von amerikanischen Firmen. Das ist so. Das ist egal welche. Selbst von Amazon nicht. Teilweise. Oder von Facebook teilweise auch nicht. Warum gibt es bei Facebook ohne Ende Hasskommentare und so ein Scheiß? Ne? Genau dasselbe. Ja, das wollen sie ja dagegen vorgehen. Ja, wollen. Wollen und machen ist immer zwei Paar Schuhe. Ja, sicher, klar. Ne, und ja. Aber wie gesagt, das ist genau dasselbe im Endeffekt. Amerikanische Firmen, die ruhen sich immer schön hinter ihren amerikanischen Gesetzen aus. Die sind weitaus lockerer als hier. Aber wenn der Präsident ändert sich das ja alles. Ja, klar. Aber es gab's. Und ich würde sagen, ich beende jetzt nochmal die Folge dann. Jo. Oh, 27. Und schon. Genau, deswegen. Ja, war wieder ein Thema, wo man sagen muss, man sollte eher abwarten, was passiert. Kann sein, dass Google irgendwann wieder zurückrudert oder schrägstrich YouTube. Wäre nicht das erste Mal. Und ja. Muss man halt gucken. Ich weiß nicht, was sie in der Richtlinie mal verändern. Vielleicht mache ich mich mal irgendwann mal schlau und google mal ein bisschen rum, was sie da geändert haben. Keine Ahnung, ich habe dort selber nicht genau mitgekriegt, was sie überhaupt geändert haben. Ja. Aber wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt bei den beiden vorbei. Links wie immer in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.